Die 70er Jahre. Erinnerungen. Er dachte immer wieder einmal an seine Jugend und sein Leben als junger Erwachsener zurück. Da waren Alkohol, Tabletten und Drogen. Ja, die wurden mehr, wurden zu viel, wurden schädlich und gefährlich. Aber da war ja noch mehr. Und darunter war vieles, was ihn dauerhaft prägte. Er war mit seinem Geburtsjahr 1957 nur knapp zu spät gekommen für die 68er-Generation. Er und seine Altersgenossen waren die kleinen Brüder und Schwestern von ihr. 1917 war er knapp 1970 war er knapp 13 Jahre alt gewesen. Am Ende dieses Jahrzehnts dann immerhin 23. So spielte sein Erleben aber durchaus auch in die 80er hinein, wenn man präzise sein wollte. Er fühlte sich dieser Generation jedenfalls intellektuell und emotional nach wie vor recht stark verbunden. Sein persönlicher Weg hatte ihm im Lauf der Jahrzehnte bis knapp vor den Abgrund und dann in eine recht bürgerliche Existenz geführt. Noch immer hatte er jedoch ein großes und lebhaftes Interesse an bunten, wilden, kreativen, originellen, abgedrehten Aktionen, Richtungen, Ansätzen und Ideen. Neben vielen anderen Dingen begegneten einem auf zahlreichen Festivals und andernorts die Hare Krishna-Leute, zuvor schon die Jesus People, später Bhagwan Osho, Maharishi Mahesh Yogi und etliche mehr. Orgon war ein Thema, Meditation sowieso, Buddhismus, Wilhelm Reich, die Dream Machine von Brian Visin und Ian Somerville, Anthroposophie, Kundalini, antiautoritäre Erziehung und. Später dann folgten Sachen wie die von Rupert Sheldrake, Carl Gustav Jung und anderen. Und natürlich Wissenschaftliches. Albert Einstein, Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger waren keineswegs Unbekannte. Das alles und viel mehr bildete in vielen Köpfen und Herzen, in seinem Verstand und seiner Seele, ein buntes, lebendiges Bild. Ein Konglomerat, ein Kaleidoskop. Es war Leben. Was damals nicht zutage trat, was es in der Tat damals noch nicht gab, existierte heute. Die meisten Entwicklungen seither wurden von ihm mit Trauer und großer Sorge beobachtet. Er bereute nichts. Er schätzte die positiven Ansätze von damals nicht anders ein, fühlte sich keineswegs erwachsener. Und wer ihm verächtlich zuraunte, Ravi Shankar und Hermann Hesse seien doch wohl nur etwas für Pubertierende, der kränkte ihn damit. Der zeigte einiges über sich selbst, und zwar etwas, das ihn traurig machte. Viele Bekannte von damals waren gestorben. Die meisten anderen hatte er völlig aus den Augen verloren. Spinner, originelle Ansätze, nicht dem Mainstream nachlaufende und kritische Ansätze
darf es aber auch heute noch. Jedoch betrachtete er nun nahezu die komplette aktuelle Szene in sehr kritischer Weise. Sie war einfach nicht mehr dieselbe. Angst, Enttäuschung, materielle Sorgen, Frustrationen und seelische Erkrankungen milderten seiner Ansicht nach heute in weit höherem Maße den Nährboden für vieles. Dazu traten glasklare politische und ideologische Interessen und ein vom Mainstream übernommenes, starkes Profitstreben. Er musste dabei zugestehen, dass es etliche und eigentlich gutwillige MitläuferInnen gab. Und weiterhin zur Kenntnis nehmen, dass so mancher esoterische Heiler selbst voll und ganz an seinen höheren Auftrag und seine besonderen Kräfte glaubte. Das machte die Sache aber nicht besser. Überhaupt nicht. Es gab mittlerweile sogar entsprechend orientierte Zahnärzte, die tatsächlich Dinge wie in Quantenphysik, Kinesiologie, Skalarwellen, Tesla-Spulen, Mindlink und Prevent-Tests im therapeutischen Angebot hatten, zumindest für Selbstzahler. Er sah sich aber aktuell auch keineswegs als ein Systemschergen oder als Schlafschaf, wie es manche Kommentatoren im Internet wütend behaupteten. Bei solchen Gelegenheiten stellte er seine Ansichten zum Thema meist recht deutlich klar. Das las sich dann in etwa so. Die Pharmaindustrie ist ein kapitalistischer Lobbyverein, dem dringend und scharf auf die Finger geschaut werden muss. Das herkömmliche Gesundheitssystem ist eines mit tragischen Fehlentwicklungen. Die gravierendsten, die gnadenlose Ökonomisierung, Zeitdruck, Entpersönlichung etc. Ich stehe alternativen Ansätzen nicht verdammt gegenüber. Einige von ihnen können helfen, unterstützen, komplementär wirken. Einige erzielen gar Erfolge, da wo der Schulmedizin nichts mehr einfällt. Ob dies dann aber nicht mehr dem Zufall, Placebo-Wirkungen, der höheren Aufmerksamkeit und Empathie der BehandlerInnen und so weiter geschuldet ist, als den Tees, Pülverchen, Massagen und so weiter, lasse ich dahingestellt. Ich halte diverse Ansätze für sehr interessant und hilfreich. Der grundsätzliche Ansatz des Biofeedbacks, Biofeedbacks hat dabei nichts mit der Bioresonanztherapie zu tun, klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Yoga, Tai Chi und ähnliches sind Beispiele hierfür. Vielen Dank.